Die Firma Lena Hackgut aus Tirol. Österreichweit eines der größten Unternehmen, das sich mit der Erzeugung und dem Handel mit Hackschnitzeln sowie dem Lohnhacken beschäftigt. Spektakuläre Locations, ein moderner, schlagkräftiger Fuhrpark und ein junges, motiviertes Team. Das waren für uns die Gründe, warum wir Lena in den letzten Jahren immer wieder bei verschiedenen Einsätzen mit der Kamera begleitet haben. Das Thema Hackschnitzel ist so umfangreich, dass wir dieses Video gesplittet haben. Im ersten Teil stellen wir euch die Maschinen und die verschiedenen Anwendungsbereiche vor. Wir schauen uns die Organisation der Einsätze und die Wartung des Fuhrparks an. In der Fortsetzung erfahrt ihr nun, welche Ausgangsmaterialien bei Lena verarbeitet werden und welche Endprodukte dabei entstehen. Wir begleiten die Hacker-Profis bei einem XXL-Auftrag für eines der größten Biomasseheizkraftwerke in ganz Österreich. Und wir schauen uns an, wie hoch oben in den Tiroler Bergen Hackgut erzeugt und mit viel Aufwand und guten Nerven zu den Abnehmern transportiert wird. Ein Video, bei dem es euch auf gar keinen Fall langweilig wird. Also unbedingt dranbleiben. Mit 5 Großhackern im Leistungssegment zwischen 450 und 1300 PS zählt Lena österreichweit zu den größten Dienstleistern seiner Sparte. Das Lohnhacken macht nur einen kleinen Teil der Einsatzstunden aus. Viel wichtiger ist der Handel mit Biomasse. Dazu kauft der Unternehmer das Holz ab Waldstraße und veredelt es zu Hackgut, mit dem dann die Heizwerke beliefert werden. Für den Waldbesitzer entsteht kein zusätzlicher Aufwand. Erzeugung und Handel liegen in einer Hand, sodass der kürzeste Weg zum Abnehmer gewährleistet ist. Biomasse aus der Region für die Region. Je nach Abnehmer und Verwendungszweck wird das Hackgut unterschiedlich aufbereitet. Dabei bestimmt die Lochweite des Siebkorbs, wie fein das Ausgangsmaterial zerkleinert wird. Aus Stammholz erzeugt Lena Hackschnitzel der Normen G30 bis G50 für Privatanlagen oder bis G100 für große Heizwerke und Holzvergaser. Ast- und Gipfelholz wird zu Waldhackgut verarbeitet, das ebenfalls die Heizwerke abnehmen. Und sogar Sonderprodukte wie zum Beispiel zertifizierte Fallschutzhackschnitzel, die als stoßdämpfender Bodenbelag auf Kinderspielplätzen eingesetzt werden, hat Lena im Programm. Abfall-, Alt- und Wurzelholz wird mit einem Schredder zerkleinert. Im Gegensatz zu einem Hacker ist diese Maschine unempfindlich gegen Schmutz und Fremdkörper. Auch hier setzt Lena auf die Technik vom deutschen Hersteller Jens. Dieser Biomasseaufbereiter ist seit 2017 in Betrieb und wird in Kürze von einem neuen Modell abgelöst. Hier wird Schwemm- und Wurzelholz vom letzten Hochwasser im Sommer zerkleinert. Im Teamwork schaffen Martin und Tom das Holz herbei, um die hungrige Maschine zu füttern. Das zerkleinerte Material wird über ein breites Förderband ausgetragen und zu einem Haufen aufgeschüttet. Je nach Verschmutzungsgrad wird es im Anschluss noch einmal gesiebt oder direkt weiterverwertet. Holz von den eigenen Rodungen verarbeitet Lena an Ort und Stelle zu Hackschnitzeln. Oft muss direkt an der Straße gearbeitet werden. Hier, wo der Platz knapp ist, hat sich das Konzept der kleinen Cobra bewährt. Hacker und Container können hintereinander auf der Fahrbahn stehen. Das zentrische Gebläse erlaubt ein Überladen auf beide Seiten. Das ist ein Jens 593 Cobra, hat 500 PS. Die Maschine ist einfach perfekt. Da renne ich die Kabine an, stelle mich auch, habe alles in einem Überblick, kann weiterfahren, kann arbeiten mit dem Seiteneinzug, kann Maschine anschwenken. Das Containerauto kann nebenbei direkt laden. Man kann vorne ausladen, hinten aus, seitlich. Mit den zentrischen Gebläse einwandfrei. Mit den Chipper Trucks bedient Lena auch die meisten Privatkunden. Die Maschine verarbeitet Stämme mit einem Durchmesser bis zu 56 cm. Damit trotzdem nichts liegen bleibt, ist ein Kegelspalter aufgebaut, der sich über einen hydraulischen Arm seitlich herausschwenken lässt. Matthias legt den Stamm mit dem Kran auf
und die Spitze bohrt sich in das Holz, bis es von der Kegelform auseinandergesprengt wird. Die älteste Maschine im Fuhrpark ist eine Jens Hem 700. Ein angehängter Großhacker mit 450 PS Aufbaumotor, der von einem Kran-LKW beschickt wird. Zwischen LKW und Hacker besteht keine Verbindung. Das erlaubt eine flexible Aufstellung und vergrößert die Kranreichweite. Als Firmengründer Heinz Lehner die Hem 700 vor 20 Jahren angeschafft hat, war es der leistungsstärkste Hacker in ganz Tirol. Aber auch heute verrichtet die Maschine noch immer klaglos ihren Dienst. Lena setzt sie gerne zum Brechen von Einsatzspitzen, insbesondere beim Hacken von Stammholz ein. Wenn es darum geht, in kurzer Zeit große Mengen an Hackschnitzeln zu erzeugen, dann rückt Lena auch schon mal mit mehreren Maschinen an. So wie hier bei der Bioenergie in Kufstein. Das Heizwerk wurde 2003 als partnerschaftliches Projekt zwischen den Stadtwerken Kufstein und der Tiroler Wasserkraft AG in Betrieb genommen und war damals die größte Anlage ihrer Art in ganz Österreich. Über automatisch gesteuerte Schubböden gelangen die verschiedenen Brennstoffe aus den Tagesbunkern auf einen Querförderer, der sie durch Vibration im optimalen Verhältnis vermischt. Das ist wichtig für einen hohen Wirkungsgrad der Anlage. Ein Schrägförderer transportiert die Biomasse anschließend in die Brennkammer, wo sie auf einem mechanischen Rost bei Temperaturen von 800 bis 1000 Grad Celsius verbrennt. Mit der entstandenen Hitze wird Wasserdampf erzeugt, der eine Turbine samt Generator zur Stromerzeugung antreibt. Zusätzlich werden über ein 37 Kilometer langes Leitungsnetz mehr als 5000 Haushalte mit umweltfreundlicher Biowärme versorgt. Mit drei Hackern erzeugt Lena hier in einer Stunde mehr als einen Tagesbedarf des Heizkraftwerks. Das sind je nach Jahreszeit zwischen 300 und 1000 Kubikmeter Hackschnitzel. Neben zwei kleinen Cobras ist auch hier wieder der große Hybrid-Hacker im Einsatz. Eine Maschine, die für das leistungsstarke Hacken von Rundholz im Dauerbetrieb entwickelt wurde. Dank der riesigen Siebfläche kann hier ein perfektes, stückiges G100-Hackgut mit minimalem Feinanteil erzeugt werden. Genau jenes Material, das die Kunden fordern. Schwerpunktmäßig setzt Lena sein Topmodell in Heizwerken und Industriebetrieben ein. Dort kann es sein volles Potenzial ausspielen. Aber nicht jeden Tag wird so viel Leistung verlangt. Um trotzdem die Auslastung zu gewährleisten, ist Kalle zwischendurch auch immer wieder im Wald unterwegs. Das ist möglich, weil die große Maschine auf einem geländegängigen 8x6 Fahrwerk mit Nachlauflenkachse basiert. Dass das wirklich funktioniert, davon konnten wir uns bei einem Einsatz für die österreichischen Bundesforste auf 1800 Metern Seehöhe im Tiroler Oberland überzeugen. Der Hacker ist zwar deutlich stärker, aber auch größer und schwerer als seine kleineren Cobra-Geschwister. Grundsätzlich bringt er dieselben Vorteile mit. Einen breiten Einzug, der sperriges Astmaterial problemlos verarbeitet, die drehbare Kabine für perfekte Übersicht und ein mittiges Auswurfgebläse, mit dem Transportfahrzeuge auf allen Seiten beladen werden können.
gerade hier auf den schmalen Forststraßen ein gewaltiger Vorteil. Trotzdem, wer sich mit so großen Maschinen in den Bergwald wagt, der muss aus einem ganz eigenen Holz geschnitzt sein. Nein, es ist ja 8x6. Man kommt eigentlich an viel Platz hin, wo manche sich denken, das geht gar nicht. Ja. Ich sage jetzt, Angst hat, soll man vielleicht keiner sein. Es muss halt alles ein bisschen zusammenpassen. Man muss wissen, was der Leute mit so einer Maschine. Nein, ist eigentlich flexibel einsetzbar und halt auch, wenn ich die Leistung brauche, dann habe ich sie da. Seit einigen Monaten hängt hinten unter der Stoßstange ein Zeichen der Männlichkeit. Ein Spaß, den sich die Arbeitskollegen ausgedacht haben. Kalle nimmt's mit Humor. Da habe ich einmal die Maschine übers Wochenende in der Werkstatt bei uns stehen gehabt. Und wie ich noch am nächsten Tag in der Früh, am Montag, gekommen bin, waren die Eier hinten drauf. Unsere Jungs ist das natürlich eingefallen und ja, und ich habe sie drauflassen. Sie haben sie so schön aufgebaut mit Kantenschutz, dass nichts beschädigt wird. Die haben wahrscheinlich damit gemacht, dass du gescheite Eier brauchst für die Maschine. Ängstlich dürfen aber auch die Lkw-Fahrer nicht sein, denn sie müssen das Hackgut aus dem Wald transportieren. Hinterm Steuer sitzen heute Hannes und Manuel. Zwei junge Mitarbeiter, die mit viel Herzblut bei der Sache sind, aber auch starke Nerven und die nötige Gelassenheit mitbringen. Mit ihren 40 Tonnen schweren Containerzügen fahren sie über die schmalen und teilweise sehr exponierten Forststraßen ins Tal. Ein anspruchsvoller Job, der keine Fehler verzeiht. Was gibt es hier alles zu beachten? Ja, mal sicher mal nicht schnell rüberfahren. Ja, dass sie nicht zu weit rauskomme, dass sie die Kurven mal gescheit ausfahre und ja, dass einfach passt, dass ich nicht am Wegrand bin, eher bergseitig bleiben. Weil es sind echt ein paar Kern. Wenn man da nicht schön ausfährt nachher, und hat man eigentlich gleich verspielt, wenn man das so sagen kann. Ja. Also der Untergrund ist jetzt nicht so super. Ne? Es ist, fällt da schon ein bisschen. Ne? Und das Wetter muss halt mitspielen. Und wenn es da jetzt regnet bei den Wegen, dann kann man das sicher mit den Hängen nicht bewerkstelligen, weil es war einfach zu gefährlich. Und die Sicherheit geht einfach vor. Weil es geht einfach schnell, dass man ausrutscht. Und das will man alle. Das tun wir eigentlich nicht. Ja, ich sag, halt einfach ein bisschen langsam, einfach schön dabei lassen. Und dann haut es meistens auch recht gut hin. Um die Betriebsbremse nicht zu überhitzen, verwenden Hannes und Manuel beim Bergabfahren fast ausschließlich die Motorstaubremse und den Retarder. Bevor in Engstellen eingefahren wird, sprechen sich die Kollegen per Funk ab, um brenzlige Situationen von vornherein zu vermeiden. Hier muss jeder mitdenken und selbstständig entscheiden. Eine vorausschauende Fahrweise ist quasi überlebensnotwendig. Auf den letzten Metern gibt es oft keine Möglichkeit zum Wenden mehr. Dann bleibt nichts anderes übrig, als die Zugmaschine vom Anhänger zu trennen. Ja, zum Beispiel bis dahin sind wir jetzt mit dem Hänger gefahren, hab da abgehängt, hab einen Container von Auto auf den Boden gestellt, hab einen Container von Hänger umgezogen aufs Auto und bin dann die letzten 500-600 Meter eigentlich solo mit dem LKW allein zum Hackerzaun gefahren, weil es einfach mit dem Hänger nicht möglich gewesen wäre. Neben dem Hacken wird die Logistik immer wichtiger. Um seine Kunden fristgerecht zu beliefern, hat Lena inzwischen mehrere Container und Sattelzüge im Fuhrpark. An der Technik scheitert es nicht. Viel schwieriger ist es, geeignete Fahrer zu finden. Der Mitarbeiter spielt natürlich die größte Rolle bei der Sache. Weil wenn der Mitarbeiter da das nicht will, nicht, oder wenn es ihm auch nicht vorgelebt wird praktisch, dann funktioniert das auch nicht. Nicht? Weil es ist halt oft so, da liegt nur irgendwo ein Container und jetzt ist halt schon Nachmittag, ja, dann macht man halt fertig. Nicht? Und jetzt muss ich da wieder hinfahren und das bringt noch kaum mehr was. Nicht? Wer sich in dieser Aufgabe wiederfindet, der ist bei Lena herzlich willkommen. Initiativbewerbungen nimmt der Chef jederzeit gerne entgegen. Den Mitarbeiter erwartet ein familiäres Umfeld und eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Ja, bei Lena ist so, es ist einfach kein Tag gleich als wie andere. Es ist abwechslungsreich und es ist einfach jeden Tag, jede Fuhr eine neue Herausforderung. Die Abwechslung mit den ganzen Maschinen, also du hast wirklich
eine ganz große Produktpalette, wo du wirklich da etwas tun musst und wo du dich einbringen kannst. Auch. Ist eine bayerische Firma und eigentlich auch ein guter Zusammenhalt. Und das ist mir vor eigentlich auch relativ wichtig. Ja. Weil wenn du das nicht hast, dann mag man ja eigentlich gar nicht arbeiten gehen, oder? Ist ein super Haufen. Jeder weiß, was er tut. Du kannst dich auf jeden verlassen und es passt einfach. Du kannst die besten Maschinen haben, wenn du keine Leute hast, die wissen, wie ich umgehe damit, nutzt es auch nichts. Es braucht für jede Arbeit einen passenden Menschen und ja, mir passt das jetzt ganz gut da und mir taugt es. Und auf viele weitere Jahre. Moderne, leistungsfähige Maschinen und ein junges, motiviertes Team mit hohem Qualitätsanspruch. Auf dieser Basis konnte sich die Firma Lehner über die Jahre viel Know-how und einen großen Stamm zufriedener Kunden aufbauen. Sowohl bei der Hackguterzeugung als auch bei allen anderen Tätigkeiten, über die wir schon bald mit weiteren Kurzfilmen berichten werden. Das ganze Jahr lang haben wir das Team bei verschiedenen Einsätzen mit der Kamera begleitet. Abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, damit ihr die Fortsetzung auf keinen Fall verpasst.